Hallo, Frau Wegner. Hallo. Ich brauche die Blutwerte der In-vitro-Studien von Frau Kraus. Ja, Sie haben ja ein Timing. Bitte? Ich habe einen Termin. Ich brauche die Daten. Ja, natürlich. Und sobald Sie fertig sind, kriegen Sie die auch. Aber die sind doch schon fertig. Ja. Aber da muss noch was gemacht werden. Und was? Wie meinen Sie das? Was daran gemacht werden muss? Muss ich Ihnen jetzt meine Arbeit erklären? Us, bitte. Geben Sie mir die Blutwerte der In-vitro-Studie. Die sind in Arbeit und sobald sie fertig sind, werde ich sie weiterleiten. Und ich muss jetzt gehen. So, und dann habe ich hier noch die durchflusszytometrische Bewertung. Sie sind teilweise nicht lesbar. Ich glaube nicht, dass wir das so abliefern können. Bitte nochmal neu machen. Na, fürs Neumachen werden wir die Zeit nicht haben, denke ich mal. Aber ich kann natürlich mal gucken. Kriegen wir hin. Sind Sie mit den Scans jetzt durch? Also bitte, jetzt bin ich mal dran. Ich wollte nur was hinzufügen, Herr Kollege. Ich versuche schon die ganze Zeit was zu sagen. Bitte? Danke. Haben Sie das Exposé schon weitergeleitet? Natürlich. Ach, wirklich? Ja, es sollte vor 9 da sein. Es ist leider fehlerhaft. Was stimmt daran nicht? Die präklinischen Daten sind nicht vollständig. Sie haben die Ergebnisse von Frau Tobias nicht mit einbezogen. Ich habe sie nicht bekommen. Tja. Warum sagen Sie mir das jetzt erst? Sollte ich das nicht? Naja, das Exposé liegt seit Tagen zur Ansicht bereit. Sie hätten doch zu mir kommen können. Ach, das ist ja interessant. Meinen Sie, ich soll Ihre Arbeit machen? Ich kümmere mich darum. Wie denn? Ich hole mir die Daten und baue sie ein. Aber Sie haben das Exposé doch schon abgeschickt. Dann schicke ich es eben nochmal. Mit welcher Begründung? Ja, mit welcher Begründung? Sagen Sie dann, oh, Entschuldigung, wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, weil wir völlig inkompetent sind? Also ich würde auch vorschlagen, keine schlafenden Hunde zu wecken. Ist das alles? Für uns alle? Entschuldigung, ich saß im falschen Raum. Ich habe keine Benachrichtigung bekommen wegen der Raumverlegung heute Morgen. Ach ja? Das kann auch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Guten Tag, Jaffa Krösio. Entschuldigung? Jaffa Krösio. Herr Krösio? Genau. Wir haben verschiedene Hintergründe. Manche von uns kommen aus anderen Ländern. Geschlossene Gesellschaft heute. Manche von uns aus anderen Kulturkreisen. Alles gut? Hey. Sie. Wo kommen Sie noch mal her? Man macht sich lustig über meinen Namen. Ich werde schikaniert. Das kann auch tatsächlich ein Versehen sein, ne? Gut, gut. Wir haben verschiedene Hintergründe. Hatten wir Besuch. Wann? Sie. Wo kommen Sie noch mal her? Waren Sie noch nicht bei mir? Wo kommen Sie noch mal her? Alles gut? Geschlossene Gesellschaft heute. Wo kommen Sie noch mal her?